Bildersammlung verlangt nach persönlichen malerischen Erfindungen. Das war die Ausgangsidee dieser Ausstellung. Bei der Bilderauswahl ging es mir um die Dinglichkeit, also gemeinsamen Nenner. Dinglichkeit von der Gegenständlichkeit bis zur Abstraktion. Greifbare Dinge, keine Lebewesen, vom klassischen Stillleben bis zum Sammelsurium, vom Haus bis zur Stecknadel, Makro, Mikro, vom technischen Gerät bis zur erfundenen surrealen Form, vom Quader bis zum Fleck, Gefundenes, Erfundenes, Reales, Irreales, Persönliches, Distanziertes, da, nicht da. Jetzt eines meiner Lieblingssprüche, die Malerei, die Königsdisziplin der bildenden Künste. Ihre Entwicklung bewegt sich natürlich nur im Schneckentempo, im Gegensatz zu anderen Medien. Das ist auch ihre Qualität. Eine 2000-jährige Geschichte, nicht 80 Jahre in vielen anderen Medien. Die Malerei ist nicht Mittel zum Zweck, sondern eine innere Notwendigkeit, um die Sicht auf die Welt zu artikulieren. Der Künstler schaut sich die Welt an und findet dabei seine Bilder. Die Malerei hat heute noch eine starke emotionale Kraft. Sie sollte ihre gesamte Spannbreite im höchsten Maße reflektiert einsetzen. Kein Akademismus, der sieht heute anders aus. Schöne Installation mit Erlebnispotenzial, das ist der heutige Akademismus. Ich glaube, das kann ich ein bisschen erzählen, weil ich natürlich an der Hochschule in Braunschweig lehre und da sehe ich das natürlich, was die jungen Studierenden, wie sie heute heißen, machen. Und es ist verdammt schwer für Leute, die Malerei machen wollen. Am Anfang wollen sie alle malen. Und dann zeigt sich, dass gar nicht so viele dafür ein Talent haben. Aber die wissen natürlich auch andere Sachen gar nicht so Bescheid. Aber wichtig ist dann, dass man bei den wirklich Talentierten, dass man da nachhakt. Und die anderen dürfen dann Stöcker in die Ecke stellen und mit der Kamera anwackeln. Und da kommen dann aber dann sehr gute Sachen dabei raus. Das ist ja das Interessante, weil da zeigt sich auch wieder, dass an Schulen der Unterricht gar nicht so toll ist oder aus vielerlei Gründen nicht so sein kann, weil die meisten gehen erst davon aus, die Zeichen oder Malereikunst ist. Und während der Hochschule muss man dann einigen sagen, also es gibt eben viele andere Sachen auch noch. Die Performance, Installation, das sind alles interessante Dinge und da kommt dann bei einigen dann auch die volle Kraft dann erst zur Geltung. Und die sollen dann nicht alle malen, weil es gibt nichts Schlimmeres als schlechte Malerei, nervlich und endlich. Und darum bin ich aber einmal strenger, auch in meiner Klasse ist dann halt malen im höchsten Drittel. Die anderen machen was anderes. Aber was dann auch die Malerei befruchtet, und das ist auch das Wichtige, dass sie auch in der Zeit ist und nicht sich rückwärts gewandt nur an technischen Voraussetzungen abarbeitet. Und dann können. Notwendig ist natürlich doch immer, auch bei der Malerei gehört natürlich eine gewisse Handwerklichkeit dazu. Das wird dann teilweise vergessen und das ist halt das Schwierige. Darum kommen die meisten jungen Maler auch noch erstmal ein bisschen Zeit nach dem Studium. Das ist nicht sofort da. Das sieht man auch wieder mal ein bisschen auf dem Rundgang, wo ich letzte Woche war. In den anderen Disziplinen sind die teilweise viel weiter. In der Malerei ist es dann doch manchmal ein bisschen brav und komisch. Aber wenn ich hier einige Künstler hier in der Ausstellung, die ich dort schon als Student begleiten durfte, die hier auch die Ausstellung, Gerd und Tobias zum Beispiel, die hier die einzige Ausstellung waren, das waren dann die Superstars während der Hochschulzeit. Die haben danach sich erst entwickelt. Der Michi Bauer, der Ulrich Pester. Ganz viele haben wirklich erst ihre Form, ihre malerische Form nach dem Studium gefunden. Das ist halt, das Durchhalten ist das Schwierige. Man kriegt nicht am Anfang gleich die Preise in der Malerei, bei den Hochschulpreisen. Und darum freue ich mich auch immer wieder, wenn Leute, Kollegen und Kollegen durchhalten. Das ist das Wichtigste gerade in der Malerei.